So, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch jetzt wieder zu einer neuen Buchrezension. Von dem Buch werde ich jetzt zwei machen, weil es gibt ja diese Geschichten auch in einzelnen Büchern. Hier geht es um das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams. Allein, per Anhalter durch die Galaxis und das Restaurant dann, Per Anhalter durch die Galaxis habe ich jetzt fertig gelesen und das andere kommt dann später noch. Das ist jetzt diese Reihe, die ich über kurz oder lang lesen werde von Büchern, die meinem Freund gehören und die dementsprechend dann wahrscheinlich auch langfristig im Bücherregal bleiben, weil er tut seine Bücher dann nicht in den Bücherschrank und er liest jetzt im Moment auch nicht mehr so oft. Deswegen ist es auch ein Grund, weil dass ich sie jetzt mal lese und unser Bücherregal ist sowieso so klein, dass, dass die meinen Büchern den Platz wegnehmen. Also kurz gefasst geht es um Arthur. Das ist ein Engländer. Das ist ein Engländer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und der Rest von der Kurzbeschreibung hier ist zwar schon nicht schlecht, aber ja, denn ich fange ja meistens doch ganz vorne im Buch an, wenn ich die Kurzbeschreibung mache. Also es ist eben ein Engländer am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil zuerst sollte sein Haus abgerissen werden, weil da eine Umfahrungsstraße durchgehen sollte. Das hat er dann ein bisschen hinausgeschoben mit seinem Kollegen Ford. Und ich glaube, die haben denen irgendwie Bier zu trinken gegeben und gesagt, bis es erst, wenn es ausgetrunken ist, könnte das Haus abreißen, und dann kamen sie doch zu spät. Das war das erste Unglück. Und dann kommt auch noch Ford mit seiner Theorie, dass irgendwie sein magischer Daumen oder so, der kommt irgendwie später im Buch nicht mehr so vor, hat ihm irgendwie gesagt, dass ich glaube, dass es zuerst ihm nur gesagt hat, dass Raumschiffe in der Nähe sind von Außerirdischen, und irgendwie kam er darauf auf den Schluss, dass die Erde untergehen wird. Und dann hat er es geschafft, mit Arthur und Ford zusammen dann auf dieses Raumschiff zu kommen, wo sie aber nicht wirklich willkommen sind, und dann wird eben die Erde zerstört und es wird dann noch eine andere Frau entdeckt, die auch auf der Erde gelebt hat. Das ist auch noch eine lustige, verzwickte Geschichte, und dann noch ein paar andere Protagonisten kommen noch dazu. Und hier steht eben: Arthur Dent, ein Engländer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Zwar flüstert ihm sein Reiseführer stets ein fröhliches "Keine Panik" zu, aber mal ehrlich, würden Sie die Ruhe bewahren, wenn Sie sich plötzlich auf einer unglaublichen Odyssee im Weltall befinden? Ja, und fürs andere steht da keine Kurzbeschreibung für das Restaurant. Dieser Reiseführer hat der Ford irgendwie dabei, und das ist die Pflanze, ist nicht meine Haare. Ja, und darin, er ist so ein bisschen auch wie Journalist, also diesen Reiseführer überarbeitet und so. Ja, also was sollte ich noch so sagen, oder wie soll ich jetzt einen Übergang machen? Also von diesen Protagonisten ist es jetzt natürlich schwieriger, da kann ich nicht alles spoilern. Aber ganz besonders gefallen hat mir auch der Marvin. Das ist so ein depressiver Computer, ein Roboter.
und auch den Siebelbrox oder so eigentlich, der heißt auch, hat auch einen Vorname. Übrigens habe ich jetzt auch den Film nochmal geschaut. Ich glaube im zweiten Mal nicht ganz zu Ende, weil es irgendwie spät in der Nacht wurde oder so. Ja. Und den fand ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Ich dachte zuerst, der Film wäre älter, aber ist jetzt doch eher neu, habe ich entdeckt. Es gibt ein paar Abweichungen, wo ja, die einen oder anderen waren vielleicht unumgänglich und andere hätte nicht sein müssen, aber im Großen und Ganzen fand ich auch den Film sehr gut gemacht. Ja, so von der Story her, also von der Schreibart her, das ist das, was ich eher loben kann. Es ist irgendwie sehr experimentell, es hat auch so gewisse Vergleiche oder Parallelen mit der echten Welt, mit der Wirtschaftswelt oder so. Und eben diese Außerirdischen, also die werden da nicht außerirdisch, ich nenne sie jetzt einfach mal so, diese sind halt auch so ähnlich wie wir, die machen Kriege, unnötige Verträge und so weiter und so fort. Ist alles sehr lustig beschrieben, ist aber eigentlich ein ernsteres Thema. Und diesbezüglich finde ich auch, dass es so ein bisschen das positive Ende oder so, ja, es fehlt nicht gerade, aber es geht auch nicht so auf etwas Positives hinaus, was mir jetzt bedingt gestört hat, aber es war irgendwie so wie, es ist auch nur ich denke, wenn man sehr philosophisch ist und dieses Buch irgendwie auseinandernimmt und was will es einem sagen und so, da kommt man sicher auf irgendeinen grünen Zweig, aber im Großen und Ganzen erkenne ich jetzt da keinen einfach erkennbaren Spannungsbogen oder Plot. Es geht natürlich grundsätzlich darum, dass sie halt eben versuchen jetzt im Weltall zu überleben und vielleicht sogar die Erde irgendwie, irgendwas können sie da vielleicht noch machen, retten oder so. Ja, das ist ja grundsätzlich eigentlich schon eine einfach zu formulierende Prämisse, nennt man das jetzt, glaube ich. Ja, Prämisse ist was Ähnliches, aber ja, irgendwie so. Aber es gibt dann halt noch immer so diese kleinen Anekdoten über irgendwelche Verträge und über Kriege und über andere Planeten und was weiß ich, dass irgendwie nicht so wirklich ein Spannungsbogen vorhanden ist. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es ist ein großartiges Buch, großartig geschrieben in einer recht lustigen Sprache. Mein Genre ist es ja nicht ganz und trotzdem ließ es sich ganz leicht lesen. Es ist überhaupt nicht zäh oder so und es ist auch nicht so schwierig zu verstehen mit den anderen Gegebenheiten im Weltall dieses Universums, das mehr oder weniger halb fiktiv ist. Ja, ich denke, damit habe ich jetzt doch mal das Wichtigste gesagt. Ja. Es war mir jetzt auch wichtig, oder ist mir sowieso immer wichtig bei den Buchrezensionen, dass ich einfach drauf losrede und dann vorher nicht plane, was ich rede. Also ich mache mir so im Kopf ein paar Gedanken vielleicht, aber mehr auch nicht. Und darum ist es halt chaotisch. Und ja. Es gibt also von diesen Büchern, die auch meinem Freund gehören, es sind jetzt nicht alles Science Fiction, ich glaube, das ist sogar eines der einzigen. Die anderen sind eher so in Richtung Thriller, vielleicht auch Krimi, so ein bisschen in die Richtung. Und da hat auch ein, zwei Klassiker wie, ich habe selber schon Klassiker gelesen. Ja, so ein ganz dünnes Büchlein hat er, so ein gelbes. Naja. Das weiß ich jetzt gerade den Namen nicht mehr, was für ein Klassiker es ist. Jetzt
so, ich muss jetzt noch mal kurz anstellen, einfach für die Verabschiedung. Ja. Ich werde auch dieses Video jetzt nicht mehr schneiden, weil ich immer noch in Zeitmangel bin und so. Und ich denke, es ist auch sowieso gut, aber ich glaube, das letzte Video habe ich mir irgendwie nicht getraut, dann ungeschnitten auf dem Fernseher anzuschauen. Dieses Video werde ich vielleicht, ich sollte mich meinen eigenen Chaotismus dann nachher vielleicht noch stellen, um dasselbe so ein bisschen betrachten und auch Positives zu finden, denn es gefällt mir eigentlich schon, solange ich rede, aber wenn ich es mir ansehen muss, ist es dann was anderes. Ja, es ist natürlich schon vielleicht manchmal schwer verständlich, was ich sagen möchte. Es tut mir leid, aber ich finde, es ist besser, als wenn ich mir da irgendwie voll gekünstelt einen Text runterlese. Und ja, das war es dann definitiv damit. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, ebenfalls schönes Lesevergnügen und freue mich über eure Kommis zu diesen und anderen Büchern und im Allgemeinen auch. Tschüssi!